Guten Morgen Leute, ich bin heute schon ziemlich früh unterwegs und zwar möchte ich heute den Klettersteig gehen beim Känzele. Der ist ziemlich neu bei uns, den gibt es seit 1 bis 2 Monaten. Der Klettersteig, der hat 2 Varianten, eine leichtere und eine schwierigere. Das Topo, das blende ich euch später noch ein. Ich werde jetzt erstmal mir leckeres Rührei machen. Ich werde das nicht großartig kommentieren, ich glaube, es weiß jeder, wie man Rührei macht. Erstmal schlage ich mir die Eier in die Schüssel. Dann kommt ein bisschen Kräutersalz dran, so ein Gewürzsalz. So, ich habe hinten im Camper noch eine Kochgelegenheit, die zeige ich euch gleich und dann mache ich mir mein leckeres Rührei. So schnell macht man sich Rührei. Noch ein bisschen Kräutersalz drüber. Und dann lasse ich es mir schmecken. Und danach werde ich hier noch ein bisschen abwarten, bis die Sonne aufgeht. Bis ich dann endlich los kann Richtung Klettersteig. Schmeckt sehr lecker. Pünktlich auf die Minute wird es jetzt langsam hell. Das heißt, ich kann jetzt langsam losgehen Richtung Einstieg. Es geht jetzt erstmal ein bisschen in den Wald hinein, dann geht es runter auf den unteren Känzelesteig und da kommt dann irgendwann mal der Einstieg. Für mich ist der Klettersteig eine Premiere. Ich war selber noch nicht da und ich werde mir das Ganze jetzt mal anschauen. Mittlerweile bin ich ganz schön warm gelaufen. Ich denke, ich kann meine Jacke jetzt wieder ausziehen. Am Anfang, da war es doch recht fröstelig. Ist doch gleich viel angenehmer so.
Die Sonne sagt uns auch schon Hallo. Das wird ein schöner Tag. Und weiter geht's. Ich bin jetzt am Einstieg angekommen. Auf der Tafel steht Schwierigkeitsgrad in der Gesamtheit CD, also nicht allzu schwierig. Ich werde mich jetzt mal umziehen und dann geht's in den Klettersteig rein. So, ich bin fertig und jetzt geht's los. Das fängt hier gleich schon an mit einer Leiter. Ich bin jetzt gerade eingestiegen und bin schon an der Abzweigung zum schwierigen Teil und zum Einfachen. Ich werde jetzt rechts weitergehen zum schwierigen. Und hier links würde es dann zum einfachen Teil gehen. Und wie man sieht, die Sonne ist auch schon da. Ein wunderschönes Herbstwetter. Es ist richtig herrlich, wie die Sonne hier in den Felsen hineinscheint. Auch mit dem T-Shirt ist mir relativ warm und das jetzt Mitte Oktober. Heute Morgen hat es noch 2 Grad gehabt und da bin ich noch mit der Primaloft-Jacke rumgelaufen und jetzt renne ich hier im T-Shirt rum. Echt herrlich. Ich bin jetzt gerade hier hochgekommen und von der linken Seite kommt jetzt die andere Variante, der einfachere Weg. Und hier rechts geht es dann nachher weiter.
Ich habe vor kurzem noch ein Video hochgeladen auf den Kummenberg hoch. Und der Kummenberg, das ist der hier. Und der steht da mitten drin im Rheintal. Und von dem hat man eine wunderbare Aussicht. Ich bin jetzt gleich wieder beim Auto. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Darf gerne nachgemacht werden. Ich gebe euch noch einen Link in die Videobeschreibung rein für das Topo zum Runterladen und noch einen GPS-Track dazu. Ich bin nämlich beim Einstieg vorbeigelaufen und habe den erst beim zweiten Mal gefunden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert oder mir einen Daumen nach oben gebt. Somit verpasst ihr auch kein weiteres Video von mir. Und dann bis demnächst.